Berlin. It's here that Piratos organized its first European Taste Tomorrow event. Professionals from the baked goods industry were invited to discover the results of our global consumer survey and find out the latest trends and insights. We aim to create an experience to remember. Part of this experience is the evening dinner. Here, nearby the Brandenburger Gate, an inspirational environment was found to organize this evening dinner. The Exceker Congress Center. The astonishing architecture created by master architect Franco Gehry is the first asset of this place. Usually you see a Gehry building from far apart. So like 1 kilometer away, you can see from the shape that this is a Gehry building. He couldn't do that in Berlin because we are at the Brandenburg Gate and nothing should take off the attention of the gate. So he had to do his magic in the inside of the building. So this is what we see behind me. This is what we call the plenum. This is a conference room and also a walk-in sculpture. Time has come to reveal the second asset, the creations of the chef. For the Taste Tomorrow Dinner haben wir ein Konzept erarbeitet, in dem wir alle 5 Sinne ansprechen wollen. Das heißt, wir wollen den Geruchssinn, wir wollen das Fühlen, die Augen, das Hören und im Endeffekt in jedem Gang natürlich den Geschmackssinn ansprechen. Wir fangen an mit dem Geschmackssinn. Dann basierend auf der Fernsehserie The Taste und haben hier die 2 Gewinner der letzten 2 Jahre als Löffel vorbereitet und einen Löffel von unserer Seite aus vorbereitet, den sie dann als Vorspeise probieren werden. Der zweite Gang ist Gefühl, die Hände, also anfassen, Touch. Sie werden dann auf ihren Tischen ihr Essen mehr oder weniger selbst zubereiten, beziehungsweise sie können sich ihren Salat, sie werden einen Salat bekommen, selber zusammenstellen. Bei der Suppe ist persönlich auch mein Favoritengang. Da sprechen wir die Augen an. Das heißt, sie werden eine weiße Tomate haben, sie werden einen gelben Ketchup haben, sie werden eine grüne Karotte haben. Beim Hauptgang haben wir den Geruchssinn. Und da haben wir dann 3 verschiedene Soßen, die auch mal in einer anderen Form dargereicht werden, mit verschlossenem Deckel, sodass sie wirklich jede einzelne Soße den Deckel abnehmen, riechen und dann passend dazu das Fleisch, Garnele probieren können. And this flower vase, because that's what it is, I always call it the Rockstar Trifle. And it has a story. This is maybe an over-the-top dessert. And finally, there is a third asset. Master confectioner Rudolf van Veen, who created an astonishing dessert. Each evening dinner is considered as an important part of the total Taste Tomorrow experience. An experience which will inspire you to change today's challenges into tomorrow's opportunities.